Und zwar gehen wir rein in drei YouTuber, die sich selbst zerstört haben. Das Gute ist, ich kann mich nicht selbst zerstören, weil ich so generell so beschissen bin. So Leute, bevor mir jetzt wieder unterstellt wird, ich würde mir durch dieses Format wünschen, dass andere YouTuber ihre Zuschauer verlieren. Hier erwöhnt sich das dadurch. Ein klarer Hinweis. Dieses Format zeigt lediglich die Entwicklung von YouTube-Kanälen. Gewitter im Kopf? Knuspertoast, oh Knuspertoast. Commander Krieger? Kenn ich alle nicht? Ich auch nicht. Auf. Es zeigt auf, wie die Kanäle früher erfolgreich waren. Ey, den einen davon kannte ich. Und wie die Kanäle jetzt sind und was eventuell der Grund ist, weshalb sie nach unten gegangen sind von den Klickzahlen. Das hier hat auch absolut nichts mit einem Diss oder sonstigen zu tun. Und er will sie damit dissen, das ist fucked. Ja, ich habe selbst auch kein Problem, wenn man mich irgendwann auch in so eine Liste packt, wenn ich abgestürzt bin oder wenn mein Kanal nicht mehr läuft. Das ist völlig okay, da bin ich fein mit. So viel Selbstreflexion habe ich auch noch. Da diese Sache nun geklärt ist, können wir nun endlich loslegen mit diesem Video. Beginnen wir nämlich nun mit dem 10. Video dieser Reihe und der erste. 10! Wie viele YouTuber gab es denn? Das ist im Bund. Ich dachte, es gäbe nur 3 insgesamt. Ist ein absolut legendärer Kanal und zwar. Sivas, Phil und Chris von Bullshit TV. Junge, ich sag's euch so, wie es ist. Das war einer der Kanäle, die ich früher super. Wieder Bullshit TV, ich weiß gar nicht. Ich hatte neulich sogar mal ab und zu wieder Videos von denen gesehen. Das war echt Humor und so, aber trotzdem. Was ich gern geschaut habe. Doch wer war jetzt eigentlich Bullshit TV und wie sind sie überhaupt dazu gekommen, über 1,7 Millionen Abonnenten zu erreichen? Begonnen hat der Kanal schon im Jahre 2010 mit Videos. Sivas, Phil und Chris, das sind die drei Inhaber des Kanals, haben sich schon immer wirklich sehr viel auf Unterhaltungskontent spezialisiert. Digga, das sieht aus wie ein Ape Crime. Vor 2 Jahren knackten sie auch schon im Jahre 2012 die 10.000 Abonnentenmarke. 100.000 Abos, jetzt zocken wir euch ab, finde ich einen guten Titel. Im Anschluss kam dann der Durchbruch ihres Kanals und auch da war ich zu der Zeit ziemlich gut am Start. So schafften sie es nämlich mit Street Comedy Pranks, Parodien. Hey, Mr. Nazi, was Leute, für... die jeder kennt. Digga, ich hab echt gedacht, das hier ist ein Ape Crime Thumbnail. Zu einer der erfolgreichsten Kanäle ihrer Zeit. Am 23.02.2015, lustigerweise genau zu meinem Geburtstag, wurde dann eine Folge bei TV Total ausgestrahlt und dort standen sie kurz vor den 1 Million Abonnenten. Hier steht ganz kurz vor dem Knacken der 1 Million User-Marke sozusagen, Abonnenten-Marke. Genau. Ihr habt sie noch nicht, wie viel sind die sie? Die User-Marke! 953.000. Also könnte heute Abend vielleicht klappen. Und es dauerte daraufhin absolut nicht lang, bis sie die 1 Million geknackt haben. Sie brachten mehrere Videos wöchentlich und nahezu jedes Video ging bei ihnen permanent viral. So haben zu der Zeit von vor 5 bis 9 Jahren ihre Videos immer wieder weit über 1 Million Aufrufe bekommen. Und damit waren sie ein Teil der Spitze der erfolgreichsten deutschen YouTube-Kanäle. Und das komplett zu Recht. Ihre Videos waren lustig, diesen Stil gab es so nicht in Deutschland. Und nur ganz wenige YouTuber haben mit dieser Qualität Videos rausgebracht. Und da muss man ganz ehrlich sagen, ich bin. Wirklich, damals war die Qualität auf YouTube so trash, aber es hat so teilweise sympathisch gemacht, weil alles so, ich mach mal meinen Rechner an, wir nehmen mal was auf, so handmade war. Ich habe mir das vor allem auch sehr, sehr gern nach der Schule gegönnt. Doch es war irgendwann absehbar, dass dieser Kanal so einen krassen Erfolg nicht auf so eine extrem lange Zeit erreichen könnte. Und so wurden die Klicks auch mit der Zeit immer und immer ein bisschen. Ey, 100.000 geht aber doch voll klar. Weniger, da die Formate auch mit der Zeit irgendwann etwas langweiliger wurden. Aber so richtig nach unten ging es dann erst mit der Trennung von Chris im Jahre 2021. Dort sagte Sivas und Phil im August, dass sie selber schon noch Bock auf YouTube haben, aber Chris hat sich von der Gruppe entfernt und sie hätten auch schon länger keinen Kontakt mehr zu ihm gehabt. Deshalb schließen sie es eigentlich auch aus, dass Chris nicht mehr wieder zurückkommen würde. Ist Chris ab und zu nochmal dabei, tauchte nochmal auf. Finde ich, sollten wir so ehrlich sein und sagen, dass wir jetzt nicht mehr wirklich großen Kontakt haben. Ja. Und genau. Dass man eigentlich auch ausschließen kann. Dass Digga, wie dieses Meme, wie die mit den Rentnern. Ja, du, ja, genau, machen wir. Gemeinsam Videos machen werden. Ja. Die Info schulden wir euch in meinen Augen. Und damit gab es dann ja, das ist richtig so. Auch einen kompletten Umschwung auf ihrem Kanal. Anfänglich kam dann erstmal noch weiter so ein paar Standardformate, nur halt ohne Chris. Und ab dem 26. November 2021 kommen bis heute ausschließlich Reactions auf irgendwelche RTL. Ey, aber also ganz ehrlich, es klappt einfach mit den Klicks unfassbar gut. Und es ist big easy content. Also wer das nicht macht, dumm. Trash-Formate online. Man muss aber jetzt fairerweise sagen, ihr Kanal ist jetzt nicht komplett down. Also sie machen schon noch ein paar Aufrufe. So machen sie zum Beispiel monatlich trotzdem noch knapp über 1 Million Klicks. Ein paar Aufrufe. Jedoch ist der Kanal im Vergleich zu früher komplett eingebrochen und ich persönlich kann mir den jetzigen Content auch wirklich gar nicht mehr geben. Liegt aber natürlich auch daran, dass ich mir irgendwelche RTL-Trash-Formate nicht unbedingt gern reinziehe und vor allem nicht freiwillig auf YouTube. Statt innovativen und lustigen Content, der wirklich auch Millionen an Klicks gebracht hat pro Video, machen sie jetzt durchschnittlich nur noch, also
also ist trotzdem noch eine Menge, aber sie machen jetzt für ihre Verhältnisse im Vergleich zu früher nur noch 50.000 Aufrufe. Was zwar auch nicht schlecht ist, aber als damaliger Zuschauer finde ich die Entwicklung ein bisschen schade. Bro, was ist der denn? Jo, was war seine Mission? Machen wir weiter mit einem sehr aktuellen Fall und auf diesem Kanal habe ich eine Zeit lang ziemlich gern geschaut. Und zwar ist die Rede hierbei von LP mit Kev. Oh, true, ich habe gehört, er hat aufgehört, das fand ich sehr, sehr schade. Wie einige mitbekommen haben, hat er vor kurzem sein Ende verkündet. Und ich wollte hierbei einfach... Digga, früher die GTA-Videos mit denen geguckt. Legende. Mal aufzeigen, was er gemacht hat, wie er eigentlich bekannt geworden ist und was seine Beweggründe hinter dem letzten Entschluss waren. Erstmal vorab, LP mit Kev ist schon seit 12 Jahren YouTuber und er hat wirklich sehr erfolgreichen Let's Play Content gebracht. Seinen Peak erreichte er so zwischen 2014 und 2018, kann man sagen. 2018, Juki, 2018 ist er schon raus, aber. Durch GTA 5. Ja, Digga, da Dena. Content, aber auch durch anderen Content wie Minecraft und andere Let's Plays. Da schaffte er es, sehr regelmäßig im guten sechsstelligen Bereich Klickzahlen zu erzielen. Oh, der Wald nicht. Oh, das ist so ein geiles Spiel. Und das ist halt mit ungecutteten Let's Plays schon echt eine Marke. Also das ist richtig gut. Selbst heute schaffen das nur stimmt, noch... Stimmt, Digga. Also sowas schafft ein Gronkh. Wenigsten. Und man kann sagen, er war einer der ganz, ganz großen Let's Player zur damaligen Zeit. Weshalb er dann auch übrigens 1,5 Millionen Abonnenten auf YouTube erreichte. Ich selbst habe mir auch super gerne seine GTA 5 Challenges gegen Dena angeschaut. Und ich muss sagen, das war wirklich interessant und es war vor allem zu dieser Zeit auch mega lustig. Doch heute erreichen seine Videos teilweise nicht mal die 2000 Aufrufe, was halt im Verhältnis zu früher echt super, super bitter ist. Und obwohl er... Aber was ich mich da frage, wenn ihr merkt, es geht immer weiter runter. Also er wird doch mitbekommen, Let's Plays sind es nicht mehr. Die haben den Zahn in Zeit verloren. Das haben nur noch ganz wenige dieses Monopol darauf, im Gronkh beispielsweise. Hat er immer noch Uncut Let's Plays gemacht oder hat er dann irgendwann gemerkt, yo, maybe muss ich da Edits reinmachen, damit das interessant zu gucken ist? Von leben könnte, hat er nun einen Schlussstrich gezogen und hört nun endgültig mit YouTube und mit Twitch auf. Das hatte auch mehrere nachvollziehbare Gründe, welche er auch in einem Twitch-Talk nochmal begründete. So liegt es beispielsweise daran, dass er nicht nur an YouTube und an Twitch denken möchte und ihm stört auch diese Work-Life-Balance. Wie gesagt, einmal ist es familiärer Natur, ich nenne es einfach mal Work-Life-Balance. Ich bin nicht der Typ für etwas nebenbei. Ich merke das selber, keine Ahnung, wenn ich später Familie, Kinder habe, will ich nicht im Kopf bei YouTube sein. Darauf habe ich gar keinen Bock oder auf Twitch. Und ja, man könnte zwar sagen, ja, du kannst nebenbei irgendwas machen, aber das ist Quatsch. Wenn man 12 Jahre dabei ist und weiß, wie das Game läuft, dann kannst du nicht nebenbei einfach nur ein bisschen Larifari zocken. Außerdem sprach er noch darüber, dass er nun in einen neuen Beruf eintauchen möchte, da er einfach mit YouTube nicht mehr das erreichen kann, was er früher hatte. Ich habe ja Finanzmanagement dann studiert. Ich habe es dann jetzt beendet, weil es doch nicht genau das war, was ich wollte. Aber mein zukünftiger Beruf, der jetzt beginnt, der tatsächlich aber privat bleibt, hat auch im weitesten Sinne mit Geld zu tun, mit Finanzen. Und was jetzt nun auch noch sehr wichtig zu erwähnen ist, er selbst hat auch gemerkt, dass er sich mit der Zeit nie weiterentwickelt hatte. Und das ist auch einer der Gründe, weshalb es dann auf seinem Kanal auch nicht... Habe ich mir gedacht, oh, runtergefallen, oh nein, ich sterbe. Lief. Er hat das aber bewusst so entschieden, denn er wollte sich nie verändern, er wollte sich nie verbiegen für den Erfolg und das erzählt er auch nochmal auf Twitch. Ich meine, mit dem Content, den ich gemacht habe, war ich vor einigen Jahren sehr erfolgreich. Mein Content hat sich nicht weiterentwickelt oder auch, weil ich nicht möchte, weil ich mein Content sollte mein Content bleiben. Und entsprechend, das wird heutzutage nicht mehr gefördert, gepusht. Ich will mich nicht verbiegen, das ist, darauf habe ich gar keinen Bock. Und diese Reflexion, muss ich ganz ehrlich gestehen, finde ich sehr erwachsen. Denn anstatt jetzt... Ich finde schön, dass Kev so ein, sag ich mal, humanisch schönes Ende hatte. Weil der kam schon mir immer sehr sympathisch und cool rüber. Ein Misserfolg auf den Algorithmus zu schieben, sagt er selbst, dass er sich nicht weiterentwickelt hat. Und das ist nun das Resultat davon. Der Algorithmus ist schon, dass ich so hässlich bin. Ist er aber offenbar sehr zufrieden mit seiner jetzigen Entscheidung. Und ich wünsche ihm dahingehend einfach nur das Beste. Aber man muss sagen, das ist halt einfach YouTube. Wenn man sich halt nicht anpasst oder weiterentwickelt als Creator, dann hat man einfach ein Problem. Und das spürt man dann auch in der Reichweite. Dass man nur noch ungeschnitten in den Display-Content hochlädt, das funktioniert heutzutage nahezu gar nicht mehr. Also es ist sehr, sehr schwierig, heutzutage noch Erfolg damit zu haben. Das funktioniert maximal bei Leuten, ist der geil, die eine sehr krasse Persönlichkeit haben und damit halt punkten und die Aufrufe erzielen. Sonst ist es aber wirklich unglaublich schwierig, vor allem wenn man einfach nur bekannt ist als Let's Player. Denn fairerweise muss man einfach gestehen, und das hat er ja sich selbst zugestanden, er hat sich einfach nie entwickelt. Es kamen nicht mehr viele neue Formate, auch nicht mit anderen YouTubern, und lustig geschnitten waren die Videos auch nicht. Das kam eher so rüber, als wären das einfach nur die ganze
ganze Zeit Start-Stop-Aufnahmen und das ist für die heutige Zeit schon fast ein Todesurteil für einen Kanal. Denn gerade die jetzigen Zuschauer haben oftmals eine nicht ganz so extreme Aufmerksamkeitsspanne und die wollen entertained werden und heutzutage wollen die wenigsten langwierige Gaming-Videos. Diese Zeiten... Ich merke es nicht, ich kann das Video gar nicht so liken und ich spiele unten mit meinen Würfel rum, damit ich was zu tun habe. Wobei, das muss man sich eingestehen, außer vielleicht bei Gronkh, aber wie gesagt, bei ihm ist auch nochmal die Persönlichkeit und die Geschichte nochmal... Ja, bei Gronkh ist was anderes, Gronkh ist einfach so eine geile... An die Fans oder auch die damaligen Zuschauer von Kev, denen muss ich leider sagen, es wird auch kein Comeback mehr geben. Zumindest sagte er das auf Twitch. Würdest du irgendwann zurückkommen? Nein. Das ist, Das muss so übel gewesen sein, nach 12 Jahren zu wissen, dass jetzt der letzte Stream, wenn ich den ausschalte, der geht nie wieder an. Das ist das letzte Video. Das ist... geschlossen. Das heißt, es wird auch keine Zwischendurch-Streams geben, aber es wird kein YouTube-Video mehr geben. Er meinte dann noch, dass die nächsten Tage und Wochen trotzdem noch Videos kommen werden, die aber schon vorproduziert sind. Und er möchte dann noch ganz zum Schluss ein Abschlussvideo hochladen und dann ist diese ganze Kanalgeschichte. Also für die Zuschauer ist das natürlich super, super schade, aber man merkt auch in diesem Twitch-Talk, dass er selbst super zufrieden mit dieser Entscheidung ist. Man muss aber natürlich auch rückblickend sagen, er hat seinen Kanal damit mehr oder weniger verloren, indem er sich nie verbiegen wollte für den Erfolg. Und demnach hat er immer das Gleiche gemacht. Fahr weiter! Schlimmer hier! Wir machen es jetzt wie Mustangfahrer und fahren vor. Und deshalb ist der letzte YouTuber dieser Reihe eine YouTube-Legende. Und zwar ist hierbei die Rede von Alberto, aka Albertoson. Ich muss leider... Dafür war ich zu spät auf YouTube, dafür bin ich noch zu jung. ...gestehen, ich habe ihn früher nie geschaut. Fragt mich aber nicht warum, denn seine Videos waren in Rückblicken schon irgendwie mein Humor gewesen. Aber irgendwie hatte ich diesen Typen nie auf dem Schirm gehabt. Doch wer ist Alberto überhaupt? Also, Alberto ist einer der ersten YouTuber Deutschlands gewesen. Sein erstes Video lud er übrigens im Jahre 2006 hoch und zuvor... war er, by the way, auf MySpace aktiv. Denn unter seinem ersten YouTube-Video machte er Werbung für seinen MySpace-Kanal. Angefangen hatte er mit Beatbox und auch später mit Comedy. Und irgendwann hat er das auch zusammen kombiniert, dieses Beatboxen-Comedy-Ding. Und das war einfach einmalig. Und dann dachte ich mir, ich hab Durst. Ich brauch Wasser. Mach die Flasche auf und schenk dir was zu trinken ein. Hey, ich bin beeindruckt. By the way, hat CEO ein wirklich super informatives und geiles Video über die Entwicklung von Albertoson hochgeladen. Kann ich an der Stelle wirklich nur empfehlen. Der Link dazu ist in der Beschreibung. Dort könnt ihr gerne das Video abchecken. Aber ja, das waren die Anfänge von Alberto und das war einfach super unterhaltsam, weil der Typ einfach Talent hatte und der wusste auch, wie man Leute unterhalten kann. Er hat im Laufe der Zeit auch jede Menge Videos mit YouTubern gemacht, die zukünftig erst groß geworden sind. So machte er zum Beispiel Videos mit einem Cheng, mit Mark Eggers. Mark Eggers ist schon so lange dabei? SU, die Außenseiter, Flying Uwe und Co. Und er selbst... Flying Uwe ist auch nicht mehr... Das ist krass. Fast alle von diesen YouTubern sind's nicht mehr, ne? Ich glaube, nur noch Mark Eggers ist von denen erfolgreich, oder? Meinte, dass er aufgrund einer... Nee, Dima von den Außenseitern macht auch noch, ist auch noch. ...Kooperation oder einem Zusammenspiel mit den Außenseitern erst so richtig einen Push bekam. Also richtig losgegangen ist es, nachdem ich mit den Außenseitern ein Video gemacht habe, also da muss ich mich nochmal bedanken bei denen. Im Anschluss erreichte er durch seine Comedy-Videos im Jahre 2013 die 1 Million Abonnenten und seine Videoaufrufe explodierten regelrecht. Ich habe einfach mal nachgezählt und insgesamt haben 23 Videos auf seinem Kanal nicht die 100.000 Aufrufe erzielt, also die sind drunter geblieben, währenddessen mehr als 200 Videos weit über 100.000 Aufrufe erreichten. Also Alberto hat schon frühzeitig das Game durchgespielt und hatte nahezu immer Erfolg mit seinen Videos, bis er dann aber völlig aus dem Nichts 2015 in seinem Banner schrieb, dass er nun inaktiv sein würde. Man wusste zu der Zeit nicht, was er überhaupt macht und wie es überhaupt dazu kam, also es gab auch kein Statement dazu. Und erst im Jahre 2019, also 4 Jahre später, lud er einfach wieder Videos hoch, als wäre nichts gewesen. Diese Videos gingen, by the way, auf Anhieb auch wieder richtig gut ab und erreichten immer 6-stellige Zuschauerzahlen. Und das bedeutet halt einfach, die Zuschauer sehnten sich nach seinem Content und dann war er kurze Zeit später, 2020, einfach wieder von der Bildfläche verschwunden. Und das Ganze hält auch noch bis heute an. Also der Morgen Comeback. Alberto hat man seitdem auch wieder mal nicht gesehen. Und dafür, dass ich ihn damals wirklich gar nicht auf dem Schirm hatte, scheint er ein YouTuber zu sein, der wirklich jederzeit gefragt ist. Er könnte wahrscheinlich morgen ein Video hochladen und direkt an dem gleichen Tag hat er auch schon über 100.000 Aufrufe auf diesem Video. Doch durch seine jahrelange Inaktivität kann man schon sagen, ist es jetzt nicht unberechtigt, dass er in dieser Liste auftaucht. Wie gesagt, schaut dazu einfach mal CEOs Video an, da bekommt ihr noch viel weitere Informationen über seine Entwicklung. Und ich kann an der Stelle wirklich nur sagen, ich wünsche hierbei jedem YouTuber einfach nur
das Beste im privaten Bereich, aber vielleicht auch irgendwann YouTube-technisch. Die aufgezählten Leute hier sind auch tatsächlich mal keine YouTuber, die irgendwie übelsten Dreck am Stecken haben. Ja, wundere mich auch, habe ich jetzt erwartet, als ich auf das Video geklickt habe. Keine Ahnung, YouTuber XY hat seine Katze erwürgt on cam, Digga. Das habe ich jetzt erwartet, das war jetzt etwas da anders. Extreme Skandale hatten, von daher kann man hierbei nicht über Karma sprechen. By the way, wenn ihr noch weitere sehr große Kanäle kennt, die kenn auch nicht mit der Zeit in diese Liste passen würden, dann schreibt mir das über gerne in die Kommentare, würde mich riesig freuen. Und jetzt geht mir aus den Augen und bestellt meinen Merch. Der Link dazu ist in der Beschreibung, würde mich riesig freuen, ist relativ neu rausgekommen. Und damit wünsche ich euch jetzt noch einen wunderschönen Tag und wie heißt es so schön? Stänkchen ans Wänkchen, euer Alpha Kevin und ciao.